Morgen alle, wie geht's euch denn? Heute ist Sonntag, der 30. Oktober 2021. Morgen ist Halloween, aber gestern waren schon Halloween-Partys, wa? Ich wollte noch erst kurz hier aktuell meine Bude zeigen. Ich hab nicht so gut aufgeräumt, aber hier bin ich und filme. Ich wohne an diesem schönen Loch seit 2018. Ja, seht, Anfang 2018 wohne ich hier. Wunderschön, das kleinste Wohnung Berlins, 13 Quadratmeter. Und wenn man jetzt hier um die Ecke geht, warte mal, gerade, wenn man hier um die Ecke geht, hier wohnt meine Mom. Guck ich die gleich nach draußen. Und dann kommt man hier zum Baum des Lebens. Also ist gleich unten Erdgeschoss. Jeden Tag fährt die scheiß Autobahn vorbei. Ziemlich laut hier an meinem Fenster, aber. Ich bin halt immer so mit offenen Fenstern, weil ich frische Luft eben mag. Heizung habe ich hier auch nicht, habe ich euch schon öfters mal erzählt, weil die Fußbodenheizung einfach viel zu teuer ist. Ich sage seit 5 Jahren fast. Also Anfang 2023 sind es dann genau 5 Jahre. Ich wollte halt ein bisschen Tagebuch jetzt machen, so bei mir kommen halt. Ist echt, im Grunde genommen geht es mir gut so mit meiner neuen Arbeit. Seit über ein Jahr habe ich da Vollzeit, unbefristeten Vertrag und da bist du ja die meiste Zeit, bist du ja kaum zu Hause, bist meistens immer auf Arbeit, aber. Wenn ich dann so zu Hause und ich hatte jetzt die letzten 3 Tage frei und war viel zu Hause hier und gucke nochmal so ins Nachdenken, was so alles passiert ist in der Vergangenheit und da kommt immer so eine, weiß nicht, Depressions-Traurigkeitsattacken. Dann war ich wieder, wie gesagt, Geld verschwinden, diese verblödete Casino, das habe ich ja schon seit vielen Jahren, diese Sucht. Weiß ich nicht, und dann bin ich manchmal ganz sehr traurig. Meiner Mutter habe ich dann auch ganz negative Gedanken. Ich denke halt an früher immer so. Das war, früher hatten wir halt nie mal solche Probleme. Wir hatten ein wunderschönes Haus da am Potsdamer Platz. Ich komme halt immer wieder diese Gedanken hoch. So. Ich will eine Zeitmaschine haben, ich will zurück. Ich will nicht so ein scheiß Leben mehr haben. Ja, also ich will es nicht so traurig machen mit negativen Gedanken, aber weißt du, ich kann schwer irgendwie. Ich muss mich auf was Positives konzentrieren. Puh. Ich wollte mal ein bisschen mit euch mal Nachrichten durchgehen, weil ich muss jetzt gleich zur Arbeit. Nicht mehr viel Zeit, eine Stunde der Zeit. Und es sind 150 Tote in Südkorea. Oder in Korea, ich weiß nicht. Ich mach nochmal einen Cut und mach mal Nachrichten durch. Also wie gesagt, Sonntag, 30. Oktober 2022. Ich bin übrigens Bildleser. Bei TikTok habe ich ab und zu mal hochgeladen. Die sagen, oh, ich bin Bildleser Level 1 und keine Ahnung. Und Idiot, weil ich die Bildzeitung lese. Ist mir völlig egal, ihr müsst ja meine Videos nicht sehen. Ich mag die Bild-Zeitung, ich lese es gerne. Ich gucke auch andere Medien und andere Nachrichten, aber was ist jetzt so unscharf? Ich mag es halt, weil hier immer ganz viele Bilder so sind. Ich gucke die meiste Zeit immer NTV. Ja, auf meiner App hier. Also das kommt bei mir 24 Stunden. Gucke ich dann hier meistens Live-Nachrichten. Dass ich mal nebenbei laufen. Muss man immer neu laden. Und dann kommt das Aktuelle. Guck ich mir den Ticker an und dann natürlich Google nach. Aber ich gucke halt gerne die Bildzeitung, weil die sich, finde ich, so am meisten Mühe geben bei einer unterhaltsamen Berichterstattung. Mit schönen Bildern. Ich mache mal kurz einen Cut, weil das so unscharf ist. Ist besser? Die Deutschen haben Angst vor ihren Rechnungen. Okay. Unser ist jetzt 30 Euro teurer. Warte. Moment. Ich bin immer Moment. Ja, alles ist teurer geworden. Das nervt mich halt auch, dass man arbeitet Vollzeit und hat trotzdem kein Geld, weil alles so teuer ist. Und ich habe auch ganz viele Freunde immer, die pleite sind. Und weiß ich, dann sehe ich manchmal Obdachlose, denen ich helfen will. Und ich kann das nicht. Und tut mir leid, ich möchte so viel Jute tun in der Welt. Und bin immer selber am fast abnöppeln. Also ich kann mich nicht so leben, wie ich gerne möchte. Und nicht so gesund ernähren, wie ich gerne will. Das ist ein Leopard und Marder. Der möchte Panzer haben, also ist klar. Die Russen sind weg, Putins Terror bleibt. Hier ist jetzt, warte mal, aktueller Beitrag. Als Präsident, der für das Leben und die Sicherheit der Menschen verantwortlich ist, bin ich zutiefst erschüttert und es fällt mir schwer, meine Trauer zu kontrollieren. Eine Tragödie und Katastrophe,
die nicht hätte passieren dürfen, hat sich im Herzen Souls ereignet. In Asien war ich eigentlich ja noch nie. Sollte es eine riesige Halloween-Party werden. Die erste seit der Corona-Pandemie. Tausende kamen, die meisten von ihnen Jugendliche und junge Erwachsene. Ein Prominenter soll in einem Club auftreten, doch dann plötzlich Gedränge in den engen Straßen des Ausgehviertels von Seoul. Massenpanik bricht aus. Es gibt kein Vor- und Zurück mehr. Menschen kollabieren, werden von den Menschenmassen erdrückt. Ich habe gesehen, wie die Leute von beiden Seiten in die enge Straße drückten und die Personen in der Mitte wurden eingeklemmt, konnten kaum sprechen und bekamen keine Luft mehr. Es waren so viele Leute auf einmal und ich habe immer wieder zu ihnen gesagt, dreht um, nicht hier lang. Menschen sterben. Schrecklich. Rettungskräfte werden alarmiert. Guck mir nachher nochmal in Ruhe an. Aber deswegen gehe ich zum Beispiel bei Love Parade und so. Auch bei Clubs bin ich mittlerweile schon so, dass ich da nicht mehr so gerne hingehe, weil ich einfach manchmal die Organisation scheiße ist und zu viele Menschen drin, die lassen werden, die kennen. Also ich war schon auf so vielen Partys in meinem Leben, dass ich dann, weiß ich nicht, ich werde halt älter, ich gehe auf die 40 zu. Einerseits will ich diese Party, aber ich will eine schöne Party. Ich will schön entspannt und dass man sich gut fühlt. Ich muss jetzt nicht so eine Massen-Events haben oder so eine Konzerte oder was ihr gehört. Als Bäcker hast du keine Chance. Leben heißt länger arbeiten. Und ich habe auch gesehen, dass unser Rentensystem völlig am Arsch ist. In 5 Jahren nicht mehr finanzierbar. Also es gibt mittlerweile 25 Millionen Rentner in Deutschland. Und wir können die Rente nicht mehr bezahlen. Also das Finanzsystem bricht zusammen. Entweder müssen die Rentner länger arbeiten, ich weiß es nicht, die müssen irgendeine Lösung finden für dieses Problem. Weil es gibt immer weniger Arbeiter und immer mehr Rentner, die nicht arbeiten und nicht keine Rente, also nicht einzahlen in das System. Und das erklärt er ja nochmal, ich habe das gestern schon gesehen. Jeden Tag Drogen, Iran, genauso dieser Typ hier, diese ganzen islamistischen, wie sagt man, diese Extremisten, die Frauen zu irgendwas zwingen wollen, Kopftuch tragen, wenn sie das nicht wollen. Schrecklich, solche Untermenschen. Sie quälen die Menschen. Was ist das? Nadelstiche oder was? Schrotkugeln. Ach du Scheiße. Schlammschlacht in Brasilien. Der sieht auch so rechtsradikaler Präsident von Brasilien. Schrecklich. Und so viele böse Diktatoren auf der Welt. Macht mich auch immer so traurig, dass was so böse Menschen an der Macht sind. Ich sehe dich. Dass die immer nur so egoistische, böse Sachen im Kopf haben. Anstatt irgendwie, dass die ganze Welt mal irgendwie zusammenhält und sich einfach alle teilen, was so da ist, kriegen sie nicht hin. Die hat auf die Fresse bekommen anscheinend. Hab ich auch gesehen. Gestern schon. Buchlandung und Regen. Rekord, so Leute. Hertha hat mal wieder verloren, Bayern hat gewonnen, heute spielt nur Union, Dortmund siegt. Hertha ist richtig schlecht. Ja, wieder kurz vorm Abstieg und Union ist jetzt Zweiter, aber vielleicht schaffen sie es heute noch. So, ich will nicht jetzt alle Tiere nerven die ganze Zeit, meine ganzen Nachrichten, ich wollte nochmal einen Überblick bringen und die aktuelle Situation. Wie gesagt, wenn ich das jetzt wieder hochlade bei TikTok und bei, ich lösche mal alle beleidigenden Kommentare, wer irgendwie mich blöd findet, so, muss ich das ja angucken, ja? Ich mach das hier, weil ich Zeit habe, weil ich Lust habe, weil mir das Spaß macht und lade hier hoch, was ich will. Das ist übrigens der Baum des Lebens, hab ich schon erst oft gefilmt. Genau, jetzt muss ich langsam los, aber ich gehe vielleicht vorher nochmal Sport. Und ich hoffe, die nächsten Tage geht es mir ein bisschen besser. Die letzten Tage waren echt. Zwischendurch hatte ich echt mal Momente, wo ich schon wieder so richtig so. Also Gedanken habe, dass das Leben einfach sinnlos ist. Es ist zumindest, dass mein früheres Leben einfach schön war. Und jetzt will ich gar nicht mehr leben, eigentlich. Und ich hoffe, ich habe bald wieder bessere Gedanken machen. Weiterhin auf Diplomatie und appellieren an alle Beteiligten, das Abkommen durch ihr Verhalten nicht weiter zu gefährden. Großbritannien wies indes russische Vorwürfe zurück. Hinter den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zu stecken. Getreide liefern sie jetzt auch nicht wieder an die hungernde Welt.
In Brasilien wird heute ein neuer Präsident gewählt.